Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch meine Turbo Tortilla Pizza vorstellen, die ich mal wieder im Ninja Foodie Max, also in der Heißluftfritteuse, mache. Echte Resteverwertung. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Wie immer habe ich alles rausgelegt, was wir brauchen für die Turbo Tortilla Pizza. Ist nicht viel. Wir brauchen Tortilla, Weizentortilla habe ich hier genommen, fertige Tomatensoße, Kochschinken, Champignons, Emmentaler, ein bisschen Tomate, Frühlingszwiebeln, Chiliflocken und Pizzagewürz. Das war's auch schon. Los geht's. Ja, zunächst nehme ich hier meine fertige Tortilla und die sind manchmal so ein bisschen brüchig, wenn die aus der Packung kommen. Und damit die ein bisschen flexibler werden, ein bisschen weicher werden, pinsel ich die Tortilla hier mit Wasser ein. Und wenn ich die insgesamt so auf der gesamten Oberfläche mit ein bisschen Wasser eingestrichen habe, dann gebe ich meine Tortilla auf den Teller und gebe sie für 30 Sekunden, länger braucht man eigentlich nicht, in die Mikrowelle. Und dann werden die wundervoll weich und sind auch so ein bisschen flexibler und dann können wir sie auch weiter verarbeiten. Jetzt nehme ich meine Tortilla hier mit der Springform. Ich habe ja so eine kleine Springform, 20 cm, die genau in meinen Airfryer passt, in den Ninja. Und gebe jetzt hier die Tortilla in die Springform und passe die so ein bisschen an. Und dann drücke die in die Springform. Da bleibt so ein kleiner Rand über, das macht überhaupt nichts. Und das geht auch ziemlich schnell, das sieht dann so aus. Ja, dann nehme ich meine fertige Tomatensoße und verstreiche die hier auf dem Boden der Tortilla. Lieber weniger als mehr, denn wir wollen den Boden ja nicht so matschig haben. Also nehmt lieber ein bisschen weniger Tomatensoße, das war schon fast ein bisschen viel hier, damit es nicht matschig wird. Und jetzt gebe ich hier die Hälfte meines Pizzagewürz drüber, verstreue das hier auf der Tomatensoße und nehme meine Chiliflocken, wir wollen ja so ein bisschen Kick haben auch, und verstreue die Chiliflocken auf der Tomatenmasse. Und wenn ich hier meine Chiliflocken verstreut habe, dann kommt als nächstes auch schon der Käse. Ihr wisst ja, der gute Pizzabäcker gibt den Käse da drunter, also bevor die Zutaten draufkommen. Und hier nehme ich auch nur die Hälfte oder zwei Drittel. Dann verstreue ich meinen Kochschinken, verteile ihn hier auf meiner Tortilla. Und wenn ich den Kochschinken verteilt habe, dann kommt als nächstes hier auch schon mein Champignon, das waren ja nicht viel, zwei, drei Pilze mehr brauchen wir nicht für diese kleine Form, die ich in Blätter geschnitten habe. Verteile die Champignons hier so ein bisschen und jetzt kommt der Rest vom Käse, das ist ja nicht mehr viel, den verteile ich jetzt hier nochmal, Emmentaler Pizzakäse, was ihr habt. Und wenn ich den Käse verteilt habe, dann kommt als allerletzte Beilage hier die Tomate. Tomate, ein bisschen vorsichtig sein, Tomaten geben sehr viel Flüssigkeit, sehr viel Wasser ab. Also nehmt nicht so viel Tomate, das reicht wirklich hier, so eine halbe Tomate war das, glaube ich, die dann hinterher so ein bisschen den säuerlichen Geschmack geben soll, den Tomatengeschmack, aber nicht mehr, weil Tomate eben sehr schnell die Pizza matschig macht. Und das war's auch schon, viel mehr müssen wir gar nicht machen. Und wenn wir die Tomate verteilt haben, dann geht's auch hier mit unserer Springform an den Ninja Foodie Grill. Und den heize ich jetzt bei mir vor, also Airfryer. Ne? Ihr nehmt euren Airfryer, eure Heißluftfritteuse, die ihr habt, und stellt bei eurer Heißluftfritteuse dann 180 Grad ein. Mehr brauchen wir nicht. 180 Grad und 10 Minuten, das reicht. Wir haben eine ganz dünne Tortilla und wenig Belag, das soll auch so sein. 10 Minuten. Ich muss hier vorheizen, je nachdem, was ihr für ein Gerät habt. Wenn er fertig ist, dann meldet er sich hier. Und wenn er fertig vorgeheizt hat, dann machen wir den Deckel auf und dann gebe ich meine Springform rein. Und jetzt bitte aufpassen, ne? Alles hier jetzt ist natürlich super heiß, 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 also vorsichtig. Und wie immer beachte ich meine eigenen Tipps nicht, ich nehme hier keine Handschuhe. Bitte nehmt Handschuhe, damit ihr euch nicht verbrennt. Wir setzen jetzt die Springform hier ein und machen den Deckel zu und backen unsere Turbo Tortilla Pizza fertig. Ja, und wenn er fertig ist hier, wenn der Ninja fertig ist, dann meldet er sich Deckel auf und dann können wir mal gucken, wie das Ergebnis aussieht. Jo, das ist ziemlich lecker schon. Ne? Die Form war beschichtet, deswegen geht auch die Pizza hier gut raus. Ne? Ihr könnt das sehen beim Schütteln schon, da können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, ich kann hier meine Springform öffnen, das geht auch ganz sauber, ganz einfach. Ich kriege auch die Tortilla-Pizza hier gut runter von dem Boden und gebe die hier auf mein Holzbrett. Und ihr seht, das sieht schon ziemlich lecker aus und das Einzige, was ich jetzt hier noch machen muss, ist Rest meines Pizzagewürzes oben noch drüber zum Gewürz und zur Optik.
und meine Frühlingszwiebeln, die ich vorher hier geschnitten habe. Ein bisschen für die Optik, aber auch tatsächlich für den Geschmack. Die verteile ich jetzt hier noch auf meiner Pizza, auf meiner Tortilla-Pizza. Und das war's auch schon. Und es ist wirklich ein super schnelles Rezept für Feierabend, für abends, für Resteverwertung. Also ich denke, meine Turbo-Tortilla-Pizza im Ninja Foodie Grill hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.